schnell mit meiner Bulle durchkommen. Hallo liebe Algorithmen-Trader. So schnell vergeht die Zeit und schon wieder ist ein Jahr vergangen. Weihnachten steht nun vor der Tür und es ist wieder einmal Zeit für etwas Ruhe und Besinnlichkeit im Kreise der Familie. Nach einem hektischen Jahr an der Börse kehrt nun etwas Entspannung ein und hilft uns, das alte Jahr Revue passieren zu lassen. Was war gut und was hat uns in diesem Jahr aufgehalten? In welchem Bereich haben wir noch Probleme und wo müssen wir dringend an uns arbeiten, um unsere Ziele im nächsten Jahr zu erreichen? All diese Fragen sind wichtig, um zukünftig unsere Gewinnschwelle zu erreichen, zu halten oder sogar zu verbessern. Doch wir müssen beachten, dass uns bei diesen Fragen nur wir selbst derjenige sind, der uns eine passende Antwort darauf geben kann. Denn nur wir kennen unsere Stärken und Schwächen und sind damit in der Lage, diese genau auf uns zugeschnitten zu optimieren. Zunächst haben wir als Trader eine große Freiheit, um zu bestimmen, wann und wo wir genau handeln. Wir sind frei in der Entscheidung, in welchen Märkten wir unser Geld investieren und mit welchen Risiken wir arbeiten. Natürlich machen uns die Big Player regelmäßig einen Strich durch unsere Rechnung. Doch mit Hilfe der Wahrscheinlichkeit sind wir in der Lage, diese Hürden zu umgehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte man die Stärken und Schwächen der Big Player mit den eigenen Stärken und Schwächen abgleichen, um daraus den optimalen Vorteil zu erarbeiten. Daraus entstehen dann neue Perspektiven, die uns weiterbringen. Wenn wir im Internet die Arbeit der anderen Trader verfolgen, sieht das zunächst immer sehr leicht aus. Sobald wir diese Vorgehensweise dann selbst probieren, scheitern wir zunächst an den einfachsten Dingen. Doch man muss immer wieder aufstehen und es ein zweites Mal versuchen. Und irgendwann macht es Klick und man hat den Bogen raus, wie der Markt funktioniert. Dafür muss man allerdings bereit sein, genau seine Schwächen zu analysieren, um daraus Stärken zu generieren. Und damit entstehen Erfolge, die man selbst vorher nicht für möglich gehalten hätte. Natürlich gibt es einige Menschen in unserem Umfeld, die uns diesen Erfolg nicht gönnen oder zutrauen. Doch mit dem Satz "jetzt erst recht" konditioniere ich meinen Körper auf den zukünftigen Erfolg. Und plötzlich werden Dinge möglich, die du selbst vorher als unmöglich eingestuft hast. Nicht nur der Glaube an sich selbst, sondern ein hartes Training und das Durchhalten in schwierigen Zeiten wird es dir ermöglichen, die Ziele zu erreichen, von denen du immer geträumt hast. Und genau das ist das große Geheimnis des Erfolgs. Zunächst beginnt alles mit einem guten Start und der Bereitschaft zu gewinnen. Doch Trading ist genauso schwer wie einen Rennwagen zu beherrschen. Eines der erfolgreichsten Rallye-Fahrer der Welt ist Ken Block, den wir in diesem Video sehen. Doch wir sehen nur die Leichtigkeit, wie er mit diesem Fahrzeug umgeht. Das, was wir nicht sehen, ist das jahrelang harte Training mit zahlreichen Misserfolgen. Um unsere Workstation im Trading genauso gut zu beherrschen, benötigen wir ca. 10.000 Trades. Und bis wir diese erreicht haben, werden wir permanent verlieren. Und genau darin besteht letztendlich die Kunst, innerhalb dieser 10.000 Trades maximal 500 Euro zu verlieren. Sobald wir unsere Workstation beherrschen, können wir jederzeit unsere Trades nach oben skalieren, um genau die Ziele zu erreichen, von denen wir immer geträumt haben. Doch genau dafür brauchen wir einen optimalen Plan mit einer guten Trading-Strategie, einem Top-Money-Management und einer guten psychologischen Verfassung.
Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir immer wieder Rückschläge erleben, die wir aufarbeiten und optimieren müssen. Und genau das ist alles andere als einfach. Die erfolgreichsten Menschen der Welt unterscheiden sich darin, dass sie Dinge tun, die andere unterlassen. Sie halten an ihren Träumen fest und geben nicht auf. Allerdings sind sie dabei auch vorsichtig und setzen nicht alles auf eine Karte. Zunächst einmal möchte ich mich recht herzlich bedanken für eure tollen Ideen, euren Zuspruch und die vielen Komplimente, die ich von euch allen erhalten habe. Nehmt euch zwischen den Feiertagen ein wenig Zeit, um eure neuen Ziele für das Jahr 2022 zu definieren. Meine Videos könnten euch dabei behilflich sein. Trading kann man lernen, genauso wie einen Beruf oder einen Rallye-Wagen perfekt um die Kurven zu steuern. Dafür müsst ihr bereit sein, hart zu trainieren und regelmäßig an euch zu arbeiten. Ich wünsche euch aus vollem Herzen, dass ihr genau das Ziel erreicht, von dem ihr immer geträumt habt. Und glaubt mir, wenn ihr das wirklich wollt, werdet ihr es auch schaffen. Ich wünsche euch ein tolles Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Ganz liebe Grüße, Michael.